So, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Ah! Ah! Ich weiß, wie ich es mache. Ich habe es rausgefunden. Oh, es ist geil! Moin, Sinn und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory. Im sagenhaften Update 3 sind nicht nur sagenhafte Pipes, also Rohre für ja, flüssige Materialien ins Spiel reingepatcht worden, sondern auch Röhren, die man selber benutzen kann, wo man reinkriechen kann und die einen transportieren. Und ich würde sagen, da wir die jetzt beim letzten Mal noch nicht ausprobiert haben, ist es jetzt mal an der Zeit, dass wir diese Transportröhren mal ausprobieren. Ich bin hier gerade in meinem Lager, um ein bisschen Material dafür zusammenzukratzen, denn natürlich, wie sollte es anders sein, braucht man für Rohre in erster Linie Rohre. Das hätte niemand für möglich gehalten, aber es ist tatsächlich so. Und ich würde sagen, wir bauen die mal hier in der Nähe von unserem Main Hub auf und wir können ja mal schauen, dass wir die erste Strecke quasi bis zum Atomkraftwerk bauen, denn da muss man ja doch recht schnell mal hin, insbesondere jetzt, wo da kein Kühlwasser verbunden ist, ist das vielleicht eine ganz gute Idee, denn die Atomkraftwerke brauchen jetzt ja Kühlung durch Wasser und ja, da ist es vielleicht eine gute Idee, wenn man da schnell über eine Röhre, über so eine Rohrpoströhre hin teleportieren kann. Aber es ist ja kein Teleportieren, man reist da ja so durch, aber das wollen wir ja ausprobieren. Insofern bauen wir das mal und ich bin sehr gespannt, ob die in irgendeiner Weise eine Gemeinsamkeit haben mit den Röhren aus Moor Factory, aus den Mods, die wir benutzt haben. Da gab es ja auch so Röhren, die einen so rausgeschossen haben über die Map und das war ja so, dass man da keine vertikalen oder beziehungsweise keine horizontalen Röhren bauen konnte und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt ein anderes System ist oder ob das so ähnlich ist wie bei den Pipes für die Rohstoffe, um die zu transportieren, wie das mit dem Bausystem abläuft. Ich bin ganz wahnsinnig gespannt, meine lieben Freunde. Und allgemein muss ich sagen, finde ich auch die Sachen, die jetzt schon in dem Update drin waren, wahnsinnig cool. Also sie hätten eigentlich locker, muss man einfach sagen, das Update auch nur mit den Röhren rausbringen können. Nur mit den Pipes und das wäre absolut cool gewesen. Aber sie haben halt einfach noch einen draufgesetzt und haben noch mehr cooles Zeug reingepatcht. Es hat auch lang genug gedauert natürlich, aber es ist einfach geil, was jetzt da drin ist, muss man einfach so sagen. Ist eine richtig coole Sache. So, dann wollen wir mal die Röhren bauen, würde ich sagen. Ich meine, allein die Sachen, die jetzt hier auch mit dem Shop funktionieren. Der Shop ist übrigens eine richtig coole Möglichkeit, wenn man mal Materialmangel hat, irgendwo in der Pampa, wenn man mal schnell was braucht, wenn man einfach immer so einen Stack Coupons dabei hat, so 500 Stück, die man dann einfach gegen Baumaterialien eintauschen kann. Das spart einen, irgendwie einen Bauzug erst auszurüsten oder irgendwie, dass man halt nicht genug Materialien in dem kleinen Inventar hat, was man ohnehin ja nie wirklich gut ausnutzen kann. Ja, das ist immer zu wenig irgendwie, die Slots, die man im Inventar hat. Insofern ist das schon eine gute Möglichkeit, um mal schnell quasi Baumaterial nachzutanken. Das ist richtig cool. Ich bin auch momentan, kann ich gleich mal sagen, im Stream immer ganz wahnsinnig hart am Suchten. Immer 8 Stunden fast täglich und dann immer noch nach den Streams, teilweise noch offscreen, bin ich am Suchten, um die Fabriken umzubauen und so. Also ich kann euch mal sagen, meine lieben Freunde, die Sucht in Suchtis Factory, die ist wieder voll am Zuschlagen, meine lieben Freunde. Es ist wieder ein einziges Fest hier beim Bauen. Es macht richtig Spaß. Die neuen Pipes sind auch richtig cool, auch die verschiedenen Bausysteme, die man da jetzt nutzen kann, ist richtig, richtig gut gemacht und fühlt sich alleine schon wieder wie ein fertiges Spiel an. Ich kann es immer nur wieder sagen, es fühlt sich nicht wie Early Access an, es fühlt sich einfach wie ein komplett fertiges, rundum durchdesigntes Spiel an. Es ist wirklich so gut einfach. Es ist so lustig vor allem. Ich kann mir meinen eigenen Darm bauen, durch den ich mich dann durchleiten lassen kann. Das ist schon ein bisschen geil. Also, das ist wirklich, also ich finde das geil, dass es halt nicht nur für Material und für Flüssigkeiten Rohre gibt, sondern auch für einen selber. Ich kann mir meinen eigenen verkorksten Verdauungstrakt zusammenbauen. Geil. Das ist ja geiler als Toiletten. Wer braucht schon Defecating, wenn er Rohre haben kann? Aber funktioniert das jetzt eigentlich nur in eine Richtung oder komme ich durch ein Rohr auch wieder zurück? Können wir ja gleich mal probieren. Wenn wir am anderen Ende dann einen Eingang bauen. Müssen wir mal schauen jetzt. Bin ich mal gespannt. Das System ist ja völlig neu jetzt. Das ist ja alles neu. Wir sind gerade an dem Tag, an dem das Update gerade frisch raus ist heute. Vor nicht mal einer Stunde, vor anderthalb Stunden kam es. Oh, was ist jetzt los? Es hängt. Das ist der Speicherfreeze. Das ist der Speicherfreeze. Alles gut. Das ist nur Autosave. Ist nicht hängen geblieben oder so. Ist alles cool.
Jawohl, sehr gut. Alles gut. Wenn es hängt, ist es der Speicherfreeze. Kein Grund zur Aufregung. Alles gut. Muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen hier. Schade, dass man es nicht ein bisschen höher noch ziehen kann. Das wäre noch irgendwie cool. So, wir sind fast da. Ach, schade, stimmt. Scheiße, hier habe ich ganz vergessen. Hier sind ja Viecher. Hahaha. Lasst mich. Also, die sind auf der anderen Seite von dem. Wie zu teuer. Nein! Ich habe nicht. Ha! Sie sind nicht auf der anderen Seite. Moment. Hallelüdel! Nein! Ich will. Nein! Geh weg! Ich brauche eine Waffe! Ich brauche Waffe! Ja, Waffe! Gib mir Waffe! Nein, nein, brich doch ab! Ich brauche Waffe! Meine Tasten! Meine Tasten! Ahaha! Wo ist er? Da! Lass das! Ja, jetzt läufst du, wa? Ha! Er beschießt mich! Nein, ich bin fast tot! Schnell weg! Ich muss erst mal atmen. Ich muss das Medkit atmen. Ich gehe mal hier in Deckung. Gib mir Schmettkit. Gib mir Schmettkit. Oh. Alles wieder vergessen hier. Alles wegdiffundiert aus dem Gehirn, wie seit das Factory nochmal funktioniert hatte. Scheiße, jetzt sind mir genau an der richtigen Stelle die Rohre ausgegangen. Jetzt muss ich nochmal zurück. Moment, ich habe doch mein geiles Auto. Ah ne, ich habe alle gelöscht. Scheiße, egal. Natürlich geht mir wieder genau in dem richtigen Moment, weißt du, geht mir wieder mein Material aus. Weil das Inventar so klein ist, verdammt. Aber es sieht irgendwie abgefahren aus. Das hat ein bisschen was von Steampunk jetzt. Weil das auch so silbrig, kupfermäßig aussieht. Schon so lange keine Mobs mehr gehabt, da ist man überfordert. Ja genau, ohne Witz, ey, bei mir lief fast nichts mehr rum. Nur noch in Gegenden, wo ich einfach partout nichts gemacht habe. Hä, guck mal, da leuchtet's grün, wenn ich da drüber laufe. Guck mal, es leuchtet grün, es wird von rot wird's grün. Der scheint das zu registrieren, wenn ich da drüber laufe. Das ist ja interessant. Ist das so eine Art Abfrage? So eine Art Passierungsabfrage? Ist ja, scheint ja so zu sein, ne? Oder ist das einfach nur im Wechsel? Dass es mal rot leuchtet und mal grün. Wir können es ja mal an Strom anschließen, den Eingang. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja da schon eine Leitung. So, jetzt ist grün. Warum ist denn da jetzt eine Kiste da oben? Oh. Warum auch immer wir da jetzt Zeug haben. Wow. Oh, Alter. Oh, geiler Effekt. Ich glaube, ich hole mir erstmal Zeug, ne? Und dann, machen wir da mal weiter. Gucken mal, wie weit wir das jetzt noch ne, machen können. So. Tja, dann sind jetzt die Züge wohl arbeitslos, was Personentransport angeht, Mensch. Also, mal ehrlich jetzt, wenn man die Wahl hat zwischen einem ICE und einer Röhre, wo man persönlich durchgeschossen wird. Jetzt mal ehrlich, wie würde man sich entscheiden? Also, mal ehrlich jetzt. Da ist doch jede Bahn... Ist doch da ein Scheißdreck dagegen. Habe ich noch irgendwas, was ich brauche? Nee, Rohre, genau. So, jetzt bin ich gespannt. Funktioniert das in beide Richtungen? Oder nur in eine? Und was ist, wenn im Multiplayer auf der einen Seite einer reingeht und auf der anderen Seite? Diese Fragen. Diese Fragen, die sich hier aus diesen Situationen ergeben. ICE, der hat WLAN. Hä, hey, vielleicht hat die Röhre hat vielleicht auch WLAN. Woher willst du das wissen? Vielleicht hat die ja WLAN. WLAN. Vielleicht hat die ja WAN. Also ich habe WAN gerade. Ich bin total wahnhaft. So, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Ah. Ah! Ich weiß, wie ich es mache. Ich habe es rausgefunden. Oh, es ist geil. Das ist mal episch. Das ist so lustig. Juhu! Juhu! Ist das gut? Das ist einfach so gut. Das ist so rundum gut. Das ist das rundum Wohlfühl-Sorglos-Paket. Ich bin ja gerade ein bisschen hin und weg, ne? Das ist das beste Update für ein Early Access-Spiel, was ich hier gespielt habe. Das beste Update. Das ist das beste Update, hands down. Gibt keinen Vergleich, hands down. Bestes Update.
Bestes Update am Start. Geht nicht besser. Ich wüsste nicht, wie das irgendwer noch toppen kann. Das kann gar nicht getoppt werden. Selbst die selber können das gar nicht mehr toppen eigentlich. Das ist schon auch ein bisschen genial ist das schon. So, jetzt testen wir mal, wie das ist, wenn ich jetzt von der anderen Seite auch noch einen Eingang baue. Moment. Die 4. Hier ist nochmal ein Eingang jetzt. So, der muss dann natürlich... Ah ja, Strahlung, genau. Mach mal den mal hier hin. Hier ist keine Strahlung. Also hier ist ein bisschen Strahlung. Hier machen wir ihn mal hin. So, warte, dann mache ich das Stück nochmal weg. Und dann hauen wir das mal... Ach, so rum, okay. Warte mal, muss ich nochmal umdrehen. Es ist ein bisschen unklar, wo vorne ist und wo hinten. Aber ich glaube, das muss ich erstmal... Das wird man mit der Zeit, wird man das dann besser hinkriegen, glaube ich. So. So, dann hau mal die Tube hier rein. Drück mal auf die Tube hier. So, da ist Strom, da ist keiner, da ist Strom. Drücke E zum Konfigurieren. Kann ich aber nicht, geht nicht. Es geht in beide Richtungen übrigens. Oh, ich kann es auch verlangsamen. Guck mal, ich kann hier so bremsen. Ich kann auch die Richtung ändern. Wenn ich Pfeil nach unten drücke, kann ich die Richtung ändern. Und... Fump. Dieses Fump auch so. Fump. Wie wenn man was im Staubsauger reinsaugt, was da nicht rein soll. Geil. Kann ich eigentlich das von innen sehen auch? Nee, geht nicht, ne? Man sieht es nur von außen. Aber so lustig, ey. Oh, guck mal, da sind die Viecher. Hallo, Viecher. Kann man die Viecher auch da reinsaugen lassen? Das wäre natürlich mega lustig, ey, wenn man die so reintreiben könnte in diesen Eingang. Und also, dass die dann da selber reinfumpen. Mann, ist das genial, Mann. Ich werde jetzt erstmal ein paar Monate nichts anderes mehr spielen, glaube ich. Tschüss, Transport Fever 2. Tschüss, 7 Days to Die. Tschüss, Ark. Tschüss. Hier, was habe ich noch gespielt? Ich habe schon direkt wieder vergessen, keine Ahnung. Kann ich schon mal jetzt sagen, dass ich nichts anderes mehr spiele. Wir haben 1000 Zuschauer. Es ist so genial, Mann. Es ist so genial. Es ist der Hammer. So, jetzt wäre ich gleich da rausgeschossen. Ah, okay, er steht dann einfach da. Ja, ist das ein geiles System, Alter. Ist das ein geiles System. Perfekt. Ich brauche nichts anderes mehr. Das ist richtig gut. Es könnte fast ein bisschen schneller noch sein, für meinen Geschmack. Also es könnte einen noch ein bisschen schneller durchpusten. Es dauert schon ein bisschen länger als... Ich glaube, das ist so ein bisschen das, der Malus, den sie eingebaut haben. Damit das nicht total overpowered ist als Transportsystem, haben sie es ein bisschen langsamer gemacht. Hat man eigentlich die Möglichkeit, irgendwie Abzweigungen zu bauen oder sowas? Wo war das jetzt eigentlich? War das jetzt bei Förderband oder... Oh. Pillars. Hier sind die neuen Rampen und alles. Hä, wo waren das jetzt mit den... Ah, bei Fahrzeuge. Also was noch geil wäre, wären irgendwie Kreuzungen, dass man vielleicht auch abbiegen kann irgendwo. Weil momentan gehen irgendwie nur Direktverbindungen, wenn ich mir das jetzt richtig angucke. Oder man macht halt so ein... Man macht halt so einen Punkt, wo man halt in eine neue Röhre umsteigen muss halt, ne? Dann wären natürlich Wand-Connectors noch irgendwie ganz cool, dass du vielleicht den Eingang direkt in der Wand hast, so. Das wird dann wahrscheinlich wieder mit Mods, wird das passieren. Weil ich denke mir jetzt, wenn ich halt aus Versehen in so eine Röhre reingehe, komme ich ja erstmal nicht mehr raus, es sei denn, ich bin am anderen Ende, ne? Das muss man ja auch bedenken, so. Also ich kann ja hier ganz einfach aus Versehen reinlaufen, theoretisch. Was ist das da hinten? Guck mal, da hinten ist ein Rotor oder sowas. Oder? Auf jeden Fall ist da eine Wand, da geht's gar nicht weiter. Ich werde die ganze Zeit geschreddert, wenn ich da reinfliege. Okay, lasst uns mal die MAM noch aufbauen jetzt. Awesome Sink. Die MAM, genau. Lasst uns die MAM mal hier oben aufs Dach stellen noch. Ah, zu teuer. Ich habe wieder keinen Draht. Ich muss erstmal Draht holen. Ich habe schon wieder alles versoffen, habe ich hier. Update 4 wird noch besser.
Hey, ich bin mal gespannt, was da dann kommt. Wie sie das nochmal toppen wollen hier mit den Röhren und so. Muss dir ein paar Staubsauger-Hubs mit Abzweigung bauen. Ja, ich glaub's auch. Man muss dann so Gebäude bauen, wo mehrere Röhren reinlaufen. Und man muss dann immer... Ja, man muss eigentlich dann beschriften. Das kann man ja mit Mods machen dann. Muss man immer beschriften, in welche Richtung welche Röhre weggeht. Wo welches Ziel es ist. Oder man merkt es sich halt. Aber das... Naja, merken... Ist aber ein bisschen schwierig. Lösch mal den Stack. So, dann gib mir mal hier ein bisschen Draht. Hier, genau. Gib mir mal ruhig 200. Oder, ja, 1000. 1000. Genauso viel, wie wir gerade Zuschauer haben, Alter. 1026. Das ist ja ein bisschen geil. Crazy verrückt. So, jetzt muss ich mal schauen. Ma'am, genau. Kann ich sie jetzt bauen? Jetzt kann ich sie bauen. Wir bauen die jetzt mal hier so hin. Die neue Ma'am, meine lieben Freunde. Die neue Ma'am. Und was kann ich da jetzt machen? Hard Drives. Hatten wir nicht noch Hard Drives? Warte mal, wir hatten doch noch Hard Drives. Ich will mal schauen, ob da jetzt noch was geht. Oder... Hä? Oh Gott. Ich will mal gucken, ob da jetzt was geht oder ob da jetzt nichts geht. 6 Festplatten hatten wir noch. Ob es neue Alternativrezepte gibt und so. Müsste es aber eigentlich... Harddrive, ja, sieht schon mal gut aus. Wir probieren das einfach mal. Scan Harddrive. Ah, das ist cool, das neue Interface, muss ich mal sagen. So, das dauert 10 Minuten jetzt. Und dann haben wir am Ende möglicherweise einen neuen Blueprint. Oder auch nicht, je nachdem. Gut, dass wir noch ein paar Festplatten auf Tasche haben. So, weg damit. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch machen. Fluid Transport wäre eigentlich mal ganz wahnsinnig wichtig als Meilenstein, wenn ich mir das hier so angucke. Da brauchen wir 3000 davon, dann schwere Rahmen einmal, dann Motoren und Kunststoffe. Genau, Kunststoffe, hatten wir die jetzt schon eingelagert hier? Ich glaube ja. Das hatte ich zum Glück noch gemacht. Also mehr Motoren, noch mehr Draht auch. Muss man jetzt die Bänder neu ziehen? Also nochmal zur Info. Ihr müsst teilweise sogar die Anlagen neu setzen. Also ihr müsst teilweise die Schmelzen neu bauen, weil die irgendwie ihr Material nicht mehr bekommen und auch nicht mehr abgeben. Also neu setzen, mit neuen Bändern verbinden. Ihr müsst teilweise die Blueprints austauschen in einigen Gerätschaften. Also man muss schon einiges machen auf jeden Fall. Aber ich sag's mal so, wenn man vorbereitet ist, ist das alles halb so wild. Wo war denn jetzt der Kunststoff? Hier. 200 Einheiten davon. Das löschen wir mal. Ach, das geht irgendwie manchmal nicht. Jetzt. Genau, Kunststoff. Dann nochmal Motoren. Und Draht. So, Moment. Motoren sind hier hinten. Nee, hier drin. Nehmen wir mal gleich 2 Stacks. Und hier kann ich bestimmt noch irgendeinen Angefangenen löschen. Oh Mann, das kleine Inventar ist... Ich lösche mal hier den brauchen wir gerade nicht. Und dann, Draht. Scheiße, das reicht wieder nicht. Platz reicht nicht. Egal. Muss ich nochmal hier hinlaufen. Egal. Wurst. Ich bin erstaunt, dass man für die ganzen Freischaltungen nur so Billo-Sachen braucht. Und nicht irgendwie... Keine Ahnung, Supercomputer und sowas. Aber gut, es fügt sich ja in den Progress ein, der schon existiert. Also ich bin ja quasi jetzt schon viel weiter. Das ist ja eigentlich so nicht gedacht. Das kommt ja in der Progression viel früher, was man jetzt freischaltet. Von daher... Genau. Motoren. Torch. Kunststoff. Und jetzt nochmal Draht. Habe ich hier noch Draht? Nee. Nochmal Draht holen. Wenn du in den Maschinen was anderes auswählst und dann das ursprüngliche Rezept, geht der Output. Nee, tatsächlich nicht bei den Schmelzen. Bei den Schmelzen musste ich die Schmelze komplett neu setzen, weil auch die Verbindungen mit den Bändern nicht mehr funktioniert haben. Also selbst das Löschen des Bandes und das Neuhinziehen des Bandes hat nicht funktioniert. Es ist von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich, was man tun muss.
Und ich erkläre nochmal für alle, die das in 100 Jahren sehen, hier dann auch auf YouTube. Wenn ihr das spielt, dann habt ihr das Problem eh nicht mehr, weil ihr fangt wahrscheinlich eh bei 0 an und deswegen ist das für euch gar nicht relevant. Für die Leute, die in der Zukunft schon sind. Weil es gibt einige, die das schauen, die sind schon in der Zukunft. Und die schauen das ja rückwirkend. Und dann wundern die sich, wovon ich hier eigentlich gerade rede, wenn ich sage, das und das und das funktioniert so nicht mehr. Weil die sich denken, bei mir ist doch alles in Ordnung. Ja, das liegt daran, weil bei euch das Update schon lange raus ist, seit einem Jahr. So. Flup, flup, flup. Haha! Drücken! Yes! Milestone unlocked. Milestone reached. Fluids can now be packaged to allow for transportation via vehicle and conveyor belts. Additionally, highly improved biofuel can now be produced. Biofuel, Biofuel. No, was können wir noch freischalten jetzt? Nuclear Power, ich weiß gar nicht. Ist das jetzt noch notwendig? Ja, eigentlich schon, wegen Sulfuric Acid. Und wahrscheinlich, weil das Atomkraftwerk ein paar Änderungen noch hat, die wir wahrscheinlich sonst nicht bekommen. Ist, glaube ich, eh auch der vorletzte. Ansonsten kann man hier erstmal nichts mehr machen. Hazmat Suit, weiß ich gar nicht. Den haben wir ja eh, also brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. Dann will ich das hier jetzt machen. Hier Uranium Pellet und sowas. Damit wir die Rezepte haben, glaube ich, brauchen wir das. Dann machen wir den mal gleich. Naja, jetzt haben wir erstmal Cooldown, genau. Da kann ich schon mal die Sachen holen, die wir brauchen, ne? KI-Begrenzer, da hatten wir, glaube ich, noch kein Lager dafür. Oh Gott, da hatten wir noch kein Lager dafür. Ob es überhaupt noch welche gibt jetzt, ist die Frage jetzt. Obwohl, doch, warte mal, ich weiß, wo ich welche. Nee, doch, wir hatten ein Lager dafür. Ich will nichts Falsches erzählen. Wir hatten ein Lager dafür. Und zwar da. Nein, wo hänge ich denn jetzt hier? Irgendwie ist das neue, die neue Hitbox noch ein bisschen problematisch hier. Ich hänge an irgendwelchen unsichtbaren Sachen fest. Du musst im Crusher diese Tickets reintun, dann bekommst du Cybertruck. Echt? Mach ich gleich. Danke für den Tipp, auf jeden Fall. Ich muss auch schnell mal hier KI-Begrenzer rausholen. Wo auch immer die jetzt nochmal drin waren. Die waren, glaube ich, hier. Nee. Die waren hier. Nee. Dann waren sie hier drin, hier oben. Nee. Hä? Ich hatte doch die schon drin. Hatte ich die nicht eingelagert? Oder hatten wir das dann doch nicht gemacht? Na doch, warte mal, da drüben müssten sie sein. Hier sind sie. Jawohl. Nice. Es ist in einem guten Haushalt, in einem geordneten, findet sich alles wieder. So, dann brauchen wir die schweren Platten und normale Computer noch. Ich würde sagen, ich baue mal so ein kleines Auto wieder auf, ne? Ah, habe ich ja nicht. Haha, ich habe es ja nicht dabei. Moment, ich kann mir noch eins machen, Mensch. Mach mal so ein kleines Auto. Ah, jetzt hat er gleich wieder 100 gemacht hier. Nein, habe ich jetzt alle gelöscht? Scheiße, egal. Hier wieder sehr schlau heute. Genau. Hehe. Yahoo! Oh Gott, komme ich da vorbei? Ja! Yahoo! Au, oh, ah, ah, oh, ah! Ja! Gib Gas! Yes! Ich finde das auch lustig, dass es so magnetische Räder hat, die einfach an den Foundations zu haften scheinen. Hier ist Haftung nicht ausgeschlossen, hier ist Haftung inklusive. Hui, ihr habt das gesehen, die eine Foundation war weiß. Ah! So, ich hab's geschafft. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man sich schnell von A nach B bewegen möchte. Okay, dann stopfen wir mal schnell die KI-Begrenzer rein und das Zeug. Und dann soll ich meine Coupons schreddern. Achso, es geht ja noch nicht. Stimmt, ist ja cool da. Und dann schredder ich mal schnell die Coupons. Warte mal, wo habe ich die jetzt hingelegt? Hier drin. Habe ich jetzt hier reingepackt. Oder? Hier oben. Da habe ich es reingepackt. Ach, ich habe ja keinen Platz. Egal, ich nehme einfach erstmal 500. Wie, dann kriege ich den Cybertruck? Testen wir das doch gleich mal. Ich will den Cybertruck haben. Ah, nee, Moment. Hier. Haha!
Fixit Incorporated does not waste. As a reward for your creative input, I have been given permission to grant you a gift. You can find it in the awesome store. I hope you like it. It was my first solo project. Nein! Das ist ja genial, Mann. Bei Vehicles? Ja, lol, der Cyberwagon! Ich bin wahnsinnig, ich muss allein, ich brauch Coupons. Ich brauch Coupons. Es ist der Hammer, lol. Es ist so lustig. Es ist so lustig. Hier, gib mir das. Gib mir das doch, schnell. Ich hab's nötig, ich brauch's. Moment. Schnell, schnell, schnell. Ich brauch den Cybertruck. Cyberwagon meine ich natürlich. Add to cart. Buy all. Yes! Jetzt bin ich gespannt. Hey, kann ich den hier machen? Wie, wo kann ich den herstellen? Oder muss ich den im Fahrzeugmenü machen? Da ist er! Er braucht einfach nur Metallplatten. Das ist ja witzig. Das ist ja episch. Wer hätte das gedacht, dass das auch geht? Dass man den hier auch haben kann. Sogar hier mit dem... Sogar mit den kaputten Scheiben, Leute. Geil. Das ist, wer das nicht weiß, hat wahrscheinlich in den letzten Monaten unter einem Stein gelebt. Oder in den letzten Monaten. Weil es ist dieses Elon Musk-Fahrzeug, dieser SUV im Cyberpunk-Format. Und das haben sie ja bei der Präsentation, haben sie versucht zu demonstrieren, wie stabil diese Scheiben sind, haben draufgehauen. Sind die Scheiben aber geplatzt in der Präsentation. Und dann meinte er noch so beim ersten Schlag, ja, vielleicht nochmal, aber nicht ganz so hart zuschlagen. Das war wohl zahn. Und beim zweiten Mal ist es dann auch wieder schief gegangen. Ich kann fahren damit. Nee, kann ich nicht. Muss ich da noch irgendwas machen? Ich glaube, der kann gar nicht fahren. Der hat auch eckige Räder. Ich glaube, es ist einfach nur ein Troll. Es ist einfach nur ein riesiges Easter Egg. Geil. Ich glaube, den lasse ich einfach da stehen. Ich kann ja keinen Fuel reinsetzen. Ich kann ja nur lenken. Ich kann ja nichts machen. Oder kann ich da irgendwie, kann ich Batterien reinsetzen? Ich kann kein Kabel anschließen, es geht nicht. Warte, ich probiere. Ich hatte doch noch Batterien im Kasten hier. Hier, 11 Batterien habe ich. Ach Mist, mit dem Platz ist ein bisschen nervig. Warte mal, ich habe noch einen Bodyslot, den ich gerade irgendwie freigemacht habe wegen dem Auto. Moment, nimm das mal so. Aber warte mal, der Timer ist abgelaufen. Jetzt kann ich hier Sachen reinstopfen. Highspeed-Anschluss, den Rahmen und was war das hier? Computer, genau. Computers. So, ich habe Batterien jetzt dabei. Nee, geht nicht. Aber er wird gelb da hinten, oder? Wenn man drin sitzt. Ah nee, das ist schon so gewesen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das befülle, das Teil. Man muss es ja ausprobieren, wie stabil es ist, ja? Nee, geht nicht. Keine Ahnung. Das ist einfach ein Trollfahrzeug, glaube ich. Weil die Räder eckig sind. Er kann ja nicht fahren. Wie soll er denn fahren? Er kann ja nicht fahren. Das ist einfach nur ein Troll, ein riesiger. Sie hat ja auch gesagt, es ist ihr erstes Fahrzeug, was sie je konstruiert hat. Du weißt, dass du die Stützen der Röhren auch im Winkel verändern kannst. Drück mal S in der Höhe, wenn du in Fahrtrichtung schaust. Okay. Können wir noch ausprobieren. Jetzt muss ich aber erstmal Rahmen holen und Computer. Wir wollen jetzt erstmal die Freischaltung machen. Und dann gucken wir gleich mal weiter. So, ich brauche noch... Okay, da war es schon wieder am Ende. Weil ich lösche mir mal hier den Zement jetzt raus. So viel Zement brauchen wir jetzt ja gerade gar nicht. Ah, das kleine Inventar, ne? Da weiß man erstmal, was man hat, wenn man so ein gemoddetes Rieseninventar hat. Das wäre jetzt natürlich mega praktisch. Da müsste nicht so viel hin und her laufen jetzt. Aber die Mods funktionieren ja jetzt erstmal nicht.
Eins, zwei. Komm, ein noch. Ein steckt noch. Warte mal. Lösch mal hier das. Und dann nimm mal noch einen Steckcomputer mit. Da müssen wir nämlich die nicht nochmal neu sammeln. Wunderbar. Voll das Mikromanagement wieder. Voll das Inventar-Tetris hier. Wer hätte das gedacht? Na, Hex-Editor wird auch nicht funktionieren. Ist ja eine andere Version jetzt. Die müssen das alles jetzt erstmal anpassen. Es ist ja alles anders jetzt wieder. Also ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert, aber ich denke mal nicht, dass es geht. So. Flup, flup, flup. Haben wir. Haben wir. Und flup, flup, flup. Haben wir. Yes! Neue Atomkraft. With the provided buildings and parts, you can now set up nuclear power generation, which balances an increase of fuel production complexity with improved power output. Uranium scanning unlocked. Note, this method of power generation creates nuclear waste. Gut, naja, haben wir jetzt. Perfekt. Zeig das mal bitte mit dem fahrenden Space Truck in der Truckstation betanken. Machen wir das mal hier. So. Strom braucht sie. Strom hat sie. So. Batterien rein. Ich glaube, das geht nicht. Der fährt einfach nicht, weil er eckige Räder hat. Leute, Logik. Ein Fahrzeug mit eckigen Rädern kann nicht fahren. Egal, wo ich das betanke oder nicht. Aber zumindest kriegt er das Zeug. Nein, es geht. Nein. Ja, wie er auch fährt, ey. Das kann man ja gar nicht fahren, denn Fred Feuersteins Auto fährt besser. Ah, wie geil. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Aber das kann man nicht fahren, denn es tut mir leid. Das ist mehr so ein Humpeln. Das ist mehr so ein, weiß ich nicht, Fred Feuerstein, Alibi-mäßiges Fortbewegen. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.